Wir konnten zeigen, dass eine bestimmte Ernährungsform, die ketogene Ernährung, eine potenzielle neue Therapie für die Zystennierenkrankheit darstellt. Mhm. 2019 konnte unser Kollaborationspartner in Santa Barbara, Thomas Wimes, zeigen, dass die ketogene Ernährung im Tiermodell der Zystennierenkrankheit einen äußerst unerwarteten positiven Effekt hatte. Das ist total spannend. Was ist ketogene Ernährung? Nun letztlich wenig Kohlenhydrate, Zucker und viel Fett zu sich nehmen. Was heißt das im Alltag? Na, die Brötchen müssen Sie weglassen und die süßen Teilchen und dafür zum Beispiel mehr Olivenöl zu sich nehmen oder Lachs ist ein tolles Nahrungsmittel. Das ist im Menschen umsetzbar. Daher wollten auch viele Patientinnen und Patienten direkt damit starten. Nun, dazu fehlten die Daten und wir haben deswegen direkt damals entschieden, dass wir diese Frage rasch beantworten wollten und eine klinische Studie aufgesetzt, Keto-ADPKD. Was ist das Besondere daran? Nun, das war designt wie eine klassische Medikamentenzulassungsstudie. Nun, einerseits haben viele Kritiker gesagt, das ist gar nicht möglich, im Alltag die Ernährung so umzustellen. Das haben unsere Teilnehmende anders gesehen. Und letztlich muss man sagen, wir konnten das auch nachweisen im Blut. Die Stoffwechselumstellung war messbar, die Menschen haben sich daran gehalten. Sicherheit. Wir haben nichts Unerwartetes gesehen, was Sicherheit anbelangt. Und besonders spannend für uns waren die Daten zur Nierenfunktion. Die nimmt bei Zystennieren normalerweise ab, langsam im Leben, bis sie nicht mehr vorhanden ist, bis sie weg ist. Das war in der Kontrollgruppe auch so. Die Nierenfunktion hat abgenommen, aber in der ketogenen Ernährungsgruppe hat sie eher zugenommen. Bei Ernährung geht es nicht nur um Gewichtsverlust. Ernährung kann eine spezifische Therapie für Erkrankungen sein. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message. Wenn wir das Potenzial, das in Ernährung steckt, und das ist wirklich viel nutzen wollen, braucht es ein Umdenken. Braucht es ein Umdenken in der Ausbildung, auch von uns Medizinern. Braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. Und braucht es auch die Möglichkeit, dass wir unseren Patienten mitgeben können, dass sie das, was wir sagen, was sie essen sollen, im Alltag auch umsetzen können. Nun, das heißt noch nicht, dass jeder sich ketogen ernähren muss. Das heißt, im Moment gibt es nicht die allgemeine Empfehlung. Wir hatten zwar jetzt eine schöne und auch große Studie für Ernährungsstudie mit 66 Patienten über 3 Monate. Was ist der nächste Schritt? Wir bräuchten nun eine multizentrische Studie an vielen Zentren mit zum Beispiel 300 Teilnehmern über 2 Jahren, um dann wirklich sagen zu können, dass ein nachhaltiger Effekt, das bleibt, das ist wirklich positiv und das sollten jetzt auch wirklich alle machen. Und dann wird es natürlich super spannend, denn wir reden immer über Kosten im Gesundheitssystem, da kann der Einzelne selber viel machen. Und Sie glauben gar nicht, wie viel Interesse Patientinnen und Patienten haben, selbst etwas zu tun, wenn sie eben wissen, was sie tun sollen und wie sie es umsetzen sollen. Wie kommen wir zum nächsten Schritt? Nun, letztlich ist da immer die Finanzierung ein Thema. Und Sie müssen sich vorstellen, normalerweise werden klinische Studien in diesem Umfang aus der Pharmaindustrie bezahlt, wenn es um Medikamente geht. Sie werden auch sich vorstellen können, dass das Interesse der Industrie an Ernährungsumstellung vergleichsweise begrenzt ist. Und das wird eine gesellschaftliche Anstrengung, wie wir es hinkriegen, solche großen Studien aus öffentlichen Geldern zu finanzieren. Aber daran arbeiten wir, um eben diesen Punkt weiter klarzumachen, Ernährung kann Therapie sein.